Vorsitzender. Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Zuerst möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Herzlich willkommen, Frau Kommissarin. Zuerst möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei der guten Zusammenarbeit mit den Schattenberichterstattern in den einzelnen Fraktionen. Es war wirklich eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit. Und ich denke, dass gerade bei so einem Thema das auch extrem wichtig ist, weil wir wollen ein klares und deutliches Signal auch mit diesem Bericht nach außen senden, dass Integration von Migranten ein sehr, sehr wichtiges Thema ist für uns hier im Europäischen Parlament. Und genauso wie wir das auch sehen, dass die Arbeit vor Ort eben geleistet wird und dieses Zusammenspiel zwischen europäischer Ebene und der lokalen Ebene vor allem funktionieren muss. Ich denke, was viele wissen, ist, dass erstmals seit langer Zeit der Anteil der Bevölkerung im erwerbstätigen Alter sinkt. Will heißen, wir haben immer weniger Menschen, die tatsächlich am Arbeitsmarkt teilnehmen, arbeitsfähig sind, in einem arbeitsfähigen Alter sind und in Verbindung eben mit diesem demografischen Wandel wir immer stärker auch auf einen Fachkräftemangel zusteuern. Der ist im Moment in manchen Mitgliedstaaten mehr ausgeprägt als in anderen. Manche Mitgliedstaaten werden das auch sicherlich erst in ein paar Jahren bemerken. Aber wir haben zum Beispiel aus dem Land, aus dem ich komme, Deutschland und im Speziellen in Bayern, im Moment schon einige Stellen, die nicht mehr besetzt werden können, weil man eben nicht mehr die qualifizierten Arbeitskräfte findet, die man eigentlich bräuchte. Vor allem der Bereich auf der einen Seite im naturwissenschaftlichen Bereich, im IT-Bereich, Ingenieurbereich sind diese Jobbereiche sehr angespannt, die Situation, aber ebenso genauso im pflegerischen Bereich, wo wir durchaus dringend Menschen bräuchten, die hier aktiv mitarbeiten können im Arbeitsmarkt. Es scheint auf den ersten Blick vielleicht sogar etwas widersprüchlich zu sein. Auf der einen Seite suchen wir Fachkräfte, auf der anderen Seite haben wir eine hohe Arbeitslosigkeit in einzelnen Mitgliedstaaten. Ich glaube, die große Herausforderung wird es sein, tatsächlich die Menschen, die in der EU im Moment einen Job suchen und eine Qualifikation haben, die woanders in einem anderen Mitgliedstaat gebraucht wird, diese zusammenzuführen. Also will heißen, einen echten europäischen Arbeitsmarkt auch zu etablieren, um eben genau hier die Arbeitssuchenden mit den offenen Stellen zusammenzuführen. Und selbst dann, wenn dies passiert und erfolgreich ist, woran wir noch sehr stark arbeiten müssen, wird immer noch eine Lücke bleiben an Fachkräften, an Jobs, die nicht besetzt werden kann. Insofern brauchen wir auch eine ganz gezielte Zuwanderung von qualifizierten Menschen außerhalb der EU. Und unser Ziel ist es natürlich, auch in der EU-2020-Strategie sozusagen festgehalten, noch mehr Frauen auch in den Arbeitsmarkt zu bekommen. Aber das sind alles Aspekte, die zusammenspielen. Und unser Ziel ist es, und das ist auch ein ganz zentraler Punkt in diesem Bericht, dass wir eben hier vorschlagen, ein freiwilliges, kriterienorientiertes Zuwanderungssystem auf europäischer Ebene zu installieren. Denn Sie müssen es sich einfach vorstellen, wenn ein Inder zum Beispiel sich überlegt, er möchte woanders arbeiten und sagt, okay, die EU wäre eine Option, dann muss er sich mit 27 unterschiedlichen Möglichkeiten auseinandersetzen, an eine Arbeits- und eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Wenn ich in der Situation dieses Inders wäre, würde ich gleich in die USA gehen und mich nicht mit diesen 27 unterschiedlichen Systemen auseinandersetzen. Deswegen auf einer freiwilligen Basis, denke ich, ist das eine Möglichkeit, dass die EU, die Mitgliedstaaten sich zusammenführen. Es geht hier darum, um einen globalen Wettbewerb, um die besten Köpfe. In dem globalen Wettbewerb, da müssen wir auch als EU uns platzieren. Darüber hinaus müssen wir, was machen wir mit den Menschen, die dann tatsächlich herkommen und auch arbeiten wollen? Hier ist es ganz gezielt notwendig, passgenaue Integrationsmaßnahmen auch vorzunehmen. Die Sprache ist ein ganz zentraler Punkt und weitere sehr differenzierte Maßnahmen, die wir hier auch in diesem Bericht aufgenommen haben. Ich möchte einen Punkt noch erwähnen. Wir hatten das Jahr 2015 als europäisches Jahr der Integration vorgeschlagen und morgen werden wir das mit einem mündlichen Antrag abändern, dass das Jahr 2016 werden soll. Vielen Dank.